So, bei den Asari, Dr. Jalice. Dr. Jalice, die Asari-Wissenschaftlerin von der Forschungsstation im Silean-Nebel, hat an einem Artikel gearbeitet, der die Ansicht vertritt, dass Nanoschaltkreise komplexe Verhaltensprobleme bei kommerziellen VIs lösen können. Ihr theoretischer Ansatz scheint durch die Pläne des Tigels gestützt zu werden. Sie leitet jetzt die Abteilung, die die Platinen der Waffe baut. Cool. Und Asari-Technikerinnen, die eleganten, hochaufragenden Spitzen, die für die Asari-Architektur typisch sind, wirken zerbrechlich, aber das täuscht. Die Paläste, die Universitäten und Theater von Tessia stehen schon länger, als die meisten anderen Zivilisationen überhaupt existieren. Die Asari-Architektinnen, die am Tigel arbeiten, überprüfen die Konstruktion der Waffe, um sicherzustellen, dass sie enormem Druck standhält. Denn wäre das nicht der Fall, könnte die Belastung bei der Aktivierung den Tigel in zwei Teile zerreißen. Das wäre schlecht. So, beim Tigel. 500 Punkte gibt's da jetzt auch schon. Wow. Element Zero Converter. Element Zero Raffinerien sind große Industrieanlagen, die Fremdbestandteile aus dem Element, auch E-Zero genannt, entfernen, bevor damit Raumschiffe oder Gravitationsgeneratoren betrieben werden. Der Prozess ist wichtig, weil eine elektrische Ladung bei unreinem E-Zero zu einer Explosion des Elements führen kann. Durch Einrichten einer Umwandlungsanlage neben dem Tigel kann E-Zero in Rekordzeit abgebaut, raffiniert und an das Projekt geliefert werden. Notfall Treibstoffkapseln. Die Treibstoffkapseln, die aus einem Trümmerfeld in der Valhalla-Grenze geborgen wurden, waren früher bei einer Flotte von Handelsschiffen im Einsatz, die lange, riskante Reisen in unbekannte Sektoren unternahmen. Sie wurden für das Tigel-Projekt umfunktioniert. Die Fusionsreaktoren des Tigels verbrauchen nach der Aktivierung ganze Ozeane von Helium-3. Die Treibstoffkapseln dienen als Notreserve, falls die Waffe mehr Energie benötigt als erwartet. Die verbesserten Energierelays bestehen aus 15 Kilometern isolierten Drähten, die mit Schaltkreisen verbunden sind, die den Energiefluss regeln. Die Installation der Relays im Tigel verhindert katastrophale Energieausfälle durch Systemüberlastung. Und die haptische Optikmatrix. Die haptische Optikmatrix ist ein experimentelles Computerinterface. Durch kortikale Implantate können Benutzer Bildschirme sehen, die vor sie projiziert werden. Die Augenbewegungen des Benutzers werden registriert und beim Durchgehen von Daten mit Bewegungen der Hand synchronisiert. Das ist zunächst ungewohnt, aber Benutzer der Optikmatrix berichten nach der Eingewöhnung von gesteigerter Effizienz. Die Technologie wurde von mehreren Dutzend Technikern für die Anwendung beim Tigel angepasst. Cool. Klingt auf jeden Fall ziemlich abgespaced. So, was gibt's denn bei den Kroganern Neues? Kroganische Clans? Ah, eine Aktualisierung, okay. Das Interview hatten wir schon. Wilde toxinimmune Kreaturen, bekannt als Kakleosaurier, die früher von den Kroganern als Reittiere in der Schlacht eingesetzt wurden, sind aus dem von Commander Shepard gefundenen fossilen Kakleosaurierschädel geklont worden. Witzig, ich würde immer noch gern wie das aussieht. Okay, schauen wir erstmal bei den anderen, die wir jetzt nicht gerade direkt in den Konflikt mit drin hatten. Bei der dritten Flotte gibt es eine Aktualisierung. Da ihre Gelege jetzt nicht mehr in Gefahr sind, schickt die salarianische Kolonie Xenoqual alle entbehrlichen Materialien und Waffen an die dritte Flotte. Okay? Bei den Turianern ist eine Aktualisierung bei der sechsten Flotte. Commander Shepard hat aus einem Cerberus-Labor ein Nervengift beschafft, mit dessen Hilfe ein Gegengift für einen vergifteten turianischen General hergestellt wird. Und bei der siebten Flotte... Kisten mit Medigel auf Basis von Dextroaminosäuren wurden an die siebte Flotte der Turianer geschickt. Der Nachschub ermöglicht es turianischen Ärzten, potenziell tödliche Wunden zu behandeln, sowie die Beschärfung des legendären Banners des 1. Regiments hat die Stimmung der überarbeiteten turianischen Truppen deutlich gehoben. Das sind eben die Folgen der ganzen Nebenquests, die wir mit hier erledigt haben. Achso, Einsatzteam gibt's auch noch. Guard Captain Vidinos führt ein Sondereinsatzteam an, das beim Krieg auf Tetris besondere Leistungen erzielt hat, als es Anführer der turianischen Separatisten aufspürte, die gegen die Hierarchie aufbegehrten. Während des Kriegs hatten die Separatisten ein Schiff mit ULG mitten in der Hauptstadt von Tetris einschlagen lassen. Vidinos Einheit bestritt ihre härtesten Kämpfe in der Schwemmlandwildnis, einem unwirtlichen Marschland, dessen Bevölkerung aus tiefstem Herzen mit den Separatisten sympathisierte. Na dann, ein weiteres Spezialeinsatzteam. Okay, und wir sehen, die Geths sind ein ganzes Stück effektiver als die Quarianer, ne? Schauen wir erstmal bei den Quarianern rein. Admiral Daruk Sen. Admiral Daruk Sen ist die Leiterin der quarianischen Spezialprojekte. Forschungsschiffe, die die Technologien entwickeln und verbessern, damit die quarianische Flottille einsatzfähig bleibt. Sen hat die Geth ihr ganzes Leben lang studiert und ist Expertin für synthetische Intelligenzen. Zal'Koris. Als Admiral Zal'Koris sein Schiff opferte, um ein Lebensschiff zu retten, dachte die Zivilflotte schon, sie hätte ihren Anführer verloren.
Nachdem Commander Shepard Saal Corus zurückgebracht hatte, vertrat dieser leidenschaftlich den Standpunkt, dass es das sicherste für die Zivilflotte sei, bei der Flottille zu bleiben. Seine Kapitäne stimmten zu und blieben. Die Geschichte von Saal Corus' wundersamem Überleben auf dem von Geth verseuchten Runoch hat in der Flottille die Runde gemacht, aber er ist ein zögerlicher Held, da er den Verlust seines Schiffs und seiner Mannschaft betrauert. Da fällt mir gerade auf, ich frage mich, ob wir auch alle hätten retten können und den Angriff hätten verhindern können, wenn Saal Corus nicht noch zugestimmt hätte dann in dem Konflikt. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So, die Quarianische Zivilflotte. Die Zivilflotte bildet den Hauptteil der Quarianischen Flotte. Ihren Mangel an echten Kriegsschiffen macht sie bei guter Koordination allein durch die Menge wett. Ach, ich glaube, das hatten wir schon, oder? Kann das sein? Ja, das hatten wir schon. Genau, die Aktualisierung ist neu. Das Umschreiben der Geth Heretics hat die Rechenleistung der echten Geth deutlich verbessert, wodurch ihre Flotten in der Schlacht effizienter und tödlicher geworden sind. So, die Quarianische Schwere Flotte. Auch bloß die Aktualisierung, glaube ich. Die Flotte erlitt Schäden an mehreren Dutzend Fregatten, die sich nicht rechtzeitig selbst reparieren konnten und daher im Verlauf des Kriegs um Rannoch zerstört wurden. Und das Umschreiben der Geth Heretics hat die Rechenleistung, ja, das was wir gerade eben auch schon hatten. So, die Patrouillenflotte. Das Umschreiben wieder, genau, hat ja auch was verursacht, okay. Ansonsten nichts Neues. Schauen wir mal bei den Geth rein. Geth Corps. Bis vor kurzem erwarteten die Geth nichts als Gewalt von organischen Wesen und statteten sich entsprechend aus. Alle Geth-Plattformen haben Waffen und Schilde und sind für den Kampf eingerichtet. Auf dem Schlachtfeld werden feindliche Taktiken und Positionen ständig zwischen den KIs ausgetauscht. Außerdem setzen die Geth Geschütze und Drohnen ein, entbehrliche Hardware-Unterstützung, die den Verlust vernetzter Plattformen möglichst gering halten soll. Das Ergebnis ist die größte und vermutlich best ausgestattete Infanterie der Galaxie. Wow! Sind auch 300 Punkte, das ist schon heftig, ne? Die Geth-Flotte. Viele Geth-Schiffe sind darauf eingerichtet, zu erkunden, Bergbau zu betreiben oder Transportdienste zwischen Fabriken und Raumstationen zu übernehmen. Aber unabhängig davon ist jedes Geth-Schiff auch für den Kampf gerüstet. Die synthetischen Intelligenzen sind nichts als Abkommen von Pharixen gebunden, sind nicht an das Abkommen von Pharixen gebunden und haben fast genauso viele Schlachtschiffe gebaut wie die Turianer. Die Software zur Steuerung dieser Schiffe befindet sich in den Geth selbst. Hochentwickelte elektronische Sicherheitsmaßnahmen und Cyberkrieg-Anlagen unterstützen die ohnehin schon beeindruckende Feuerkraft. Cyberkrieg! Lass uns Cyberkrieg machen, man! Das Umschreiben der Geth Heretics hat die Rechenleistung erhöht. Genau, das haben wir hier auch nochmal. Und Geth-Kommandantzug. Das ist der, den Legion überredet hat, würde ich denken, nach unserer Aktion in dem, dem Systemkern. Geth-Kommandanten verfügen über mehr Programme als andere Plattformen und fungieren als mobile Netzwerkknoten. Ihre Kampfsoftware verbessert alle Geth in der Nähe, indem sie deren Angriffe koordiniert und steuert. Weil die Zerstörung von Kommandanteneinheiten die Rechenleistung anderer Geth absinken lässt, haben sie schwerere Schilde und sind gut bewaffnet. Ja, und damit sind wir mittlerweile schon bei einer effektiven Stärke von 3105. Wahnsinn! Damit ist hier sogar schon die Leiste voll. Ich glaube, bis 3000 geht die. Also wir haben schon ordentlich was dazugekriegt und das, obwohl wir halt bloß die Bereitschaftswertung von 50% haben. Da geht gut was. Und wir sind immer noch nicht fertig. Die Asari sind ja auch noch mit von der Partie, ne? Also da kommt noch was dazu. Wir haben gerade einen Reaper erledigt, ohne die Hilfe eines riesigen Dreschschlunds. Genau so ist das. Wir haben der Galaxie gezeigt, dass wir sie besiegen können. Man muss aber auch dazu sagen, mit einigem an Technik und einer kompletten Flotte, die synchronisiert auf ein Ziel geschossen hat, ne? Also das ist schon ein übelster Aufwand gewesen gerade. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Okay, schauen wir mal kurz. Ich habe Arbeit gefunden von Tali Zora. Shepard, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams aufs Maschinendeck gehen werde. Ah, solange ich bei Ihnen bin, kann ich dort am besten helfen. Schauen Sie bitte mal vorbei, wenn Sie Zeit haben, Tali. Na klar, dann brauchen wir gar nicht suchen gehen. Fortschrittsbericht von Shalaran Basranoch. Commander, dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre alte Stärke. Wir haben uns darauf konzentriert, bei Evakuierungen zu helfen und die Turianische Flotte zu unterstützen, während die Geth die Reaper ärgern. Trotz des neuen Friedens hielten wir es für unklug, durch zu große Nähe unserer Truppen einen wie auch immer gearteten Vorfall zu riskieren. Das ist schlau. Admiral Xen sagt, dass das Tigel-Projekt gut voranschreitet, obwohl sie selbst mit den technologischen Möglichkeiten des Geräts unzufrieden zu sein scheint. Sie ist zwar exzentrisch, aber auch brillant.
Hoffentlich findet sie einen Weg, die Funktionalität zu verbessern. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Sie Han zum Einlenken bewegen, Commander. Kümmern Sie sich in meinem Namen um Tali Zora. Kila Salai. Admiral Shalaran, was war noch? Na klar, mach ich. Und Gespräche über Quarianerkrieg von Diana Ellis. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist es vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten, nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Diana. Na klar, das kriegen wir noch hin. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen, sondern ich werde die Aufnahme wahrscheinlich gleich beenden, aber das können wir zumindest noch machen, ein bisschen durchs Schiff kurz gehen und Interviews führen und so. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte Sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Tja, du wirst langsam zu einer Kriegerin, im Kopf zumindest. Kann das sein? Commander? Durchaus möglich. Okay, dann gehen wir mal kurz in die Kabine und führen das Interview mit Diana. Sollte ja hoffentlich relativ schnell gehen. Trainer, können Sie Diana Ellis raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die Geth haben sich nur verteidigt, so wie jede organische Spezies es tun würde. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können... Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben... Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Gut, gut, wunderbar. Ich finde die Klamotte von der so hässlich, das ist Wahnsinn. Aber gut, sie sieht jetzt auch nicht so toll aus. Okay, lass mal zum Crewdeck gehen. Wir machen mal einen kleinen Rundgang jetzt. Steht Legion jetzt mit dran? Ja. Hier rechts mit. Wobei man eigentlich sagen muss... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Legion... Also man kann es glaube ich nicht Sterben nennen, was mit Legion passiert ist. Denn er hat sich in die anderen integriert. Es gibt ihn halt bloß jetzt nicht mehr als eigene Einheit, ne? Er hat sein Portal... sein portables System... sein Terminal, sein portables aufgegeben letztendlich. Aber er steckt halt in den anderen mit drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt als Sterben bezeichnen könnte. Beeindruckend, dass sie beide Gruppen zusammengebracht haben. Tja, ich kann's halt. Mal sehen, wie lange der Frieden hält. Commander? Okay. Sehr gesprächsbereit, die Dame. Nicht. Okay, hier gibt's nichts. Ich durchsuche mal wieder die anderen Räume zuerst. Aber wir sehen schon, so viel ist da nicht los. Ist eigentlich wirklich ein bisschen schade, dass hier so wenig los ist in den Räumen. Da hätten sie dann auch irgendjemanden reinstecken können. Oder halt noch ein paar mehr Ereignisse, wo die Leute aufeinandertreffen. Finde ich zumindest. Haben wir neue Techniker für den Tigel gefunden, Glyph?
5 ehemalige Wissenschaftler von Zonex Industries, die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tigel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Okay, schauen wir mal, ob es da was im Terminal gibt für uns. Oh ja, intakte Reaper-Waffe. Der Lauf dieser Reaper-Waffe kann zur weiteren Untersuchung abgenommen werden. Würde man die Miniaturenergiezellen, die die Systeme der Waffe betreiben, auseinandernehmen, brächte das vielleicht eine Lösung, wie man den Schadensausstoß einer Waffe verbessern könnte. Eine andere Möglichkeit wäre die Untersuchung der Wärmebelüftungssysteme, aus der sich eine Methode ableiten ließe, die Kapazität von Thermomagazinen zu erhöhen. Okay, Waffenschaden oder Munitionskapazität, gehen wir auf den Waffenschaden. So, verbesserte Geth-Widerstände. Diese Pläne wurden aus dem Geth-Konsens heruntergeladen. Es scheinen Konstruktionszeichnungen für verbesserte Widerstände in Geth-Plattformen zu sein. Man könnte damit problemlos eine Panzerung in Menschengröße herstellen, die dem Träger dieselben Vorteile bringt. Die Widerstände erhöhen entweder den Schaden des Trägers oder verbessern seine Schilde. Schilde oder Kraftschaden? Das ist jetzt aber schwierig. Ich glaube, ich gehe mal auf die Schilde. Ist vielleicht besser. So, Miniatur-Panzerungskondensatoren. Diese Daten wurden im Inneren des Geth-Konsens gefunden und heruntergeladen. Tausende dieser Miniaturkondensatoren werden neben den Energiezellen einer Panzerung installiert und können bei Bedarf einen gespeicherten Energiestoß abgeben. Damit lässt sich entweder die Schildregeneration beschleunigen oder aber die Frequenz, mit der Tech, Biotik und Kampfkräfte eingesetzt werden können. Okay? Da würde ich sagen, die Abklingzeit. Denn umso öfter können wir dann unsere Fähigkeiten einsetzen, die sowieso die Schilde dann wieder aufbessern. Gut. Wunderbar, das hat sich ja gelohnt. Die Migrantenflotte und die Kriegsschiffe der Geth haben sich Admiral Hackett angeschlossen. Ja, das ist richtig. Können wir später reden? Na klar. E-Mail von Sergeant Kavanagh an Sergeant Ichii. Würden Sie bitte nächstes Mal vorher sagen, dass die Geth jetzt unsere Freunde sind und wir nicht auf die großen Roboter schießen sollen? Ich hätte fast in die Hosen gemacht, als diese Kommandanten plötzlich vom Himmel fielen und sich auf die Reaper gestürzt haben. Wir haben ein paar Schüsse auf sie abgegeben, bis wir bemerkt haben, dass sie nicht zurückschießen. Und dann kommt einer rüber zu uns, sagt, sie seien verbündete Unterstützung und fragt nach unserem Status. Ich beschwere mich ja nicht, sie haben ja immerhin meine Crew gerettet, aber ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ich mich bei einem Geth entschuldigen musste, weil ich ihm eines seiner verdammten Lichter weggeschossen habe. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald, Glyph. Lass erst mal bei Garrus kurz vorbeischauen, mal sehen, ob es bei ihm vielleicht irgendwas gibt. Mit ihm haben wir schon lange nicht mehr geredet, würde ich denken, ne? Garrus? Frieden zwischen Geth und Quarianern? Verrückt, wer hätte das gedacht? Ich hätte es mir auch gar nicht vorstellen können. Als nächstes erzählen Sie mir noch, die Kroganer und Turianer würden kooperieren. Oh, stimmt ja. Das haben Sie auch geschafft. Sie sind ein Friedensstifter, Shepard. Sowas ist selten heutzutage. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Friedensbringer. Wenn Sie jetzt noch Frieden mit den Reapern schließen, sprechen wir sie heilig. Ich bin nicht sicher, ob es mir Selbstvertrauen gibt, dass eine Geth-Armee hinter uns steht, oder ob ich nicht eher das Gefühl habe, auf meinem Rücken befände sich ein Fadenkreuz. Du gewöhnst dich dran, glaub mir. Schön, Sie zu sehen. Na klar. Okay, ich glaube, bei Dr. Chakpas müssen wir nicht reingehen. Da wird es wohl nichts Neues geben, denke ich mal. Dann machen wir uns gleich runter auf zum Maschinendeck. Und ich werde die ganze Sache halt mal ein bisschen beschleunigen jetzt. So. Erstmal drüben bei Jarvik vorbeischauen. Da waren wir auch schon eine Weile nicht mehr. Okay, wie sieht's aus, Jarvik? Und wieder ist ein Reaper gestorben. Gut so, was? Sie stellen unter Beweis, dass die Menschen fähige Soldaten sind. Aber ich zweifle an diesem Frieden, den sie da gestiftet haben. So etwas kann es zwischen Maschinen und organischen Wesen nicht geben. Ich hätte die synthetischen Wesen ohne Zögern vernichtet. Und die Quarianer? Wir können nur hoffen, dass sie verlässliche Verbündete sind. Es ist schwierig, einer Spezies zu vertrauen, die sich hinter Masken verbirgt. Sie verbergen sich nicht dahinter, sie können ohne die Masken nicht vernünftig. Der einzige Konflikt, über dessen Ende sie sich Gedanken machen sollten, ist der mit den Reapern. Mit Diplomatie gewinnt man keine Kriege. Mit mächtigen Feuerwaffen in großer Menge schon.
du hast ein sehr begrenztes Bild von der Welt. Glaub mir, man kann auch mit Diplomatie Kriege gewinnen. Ganz sicher kann man das. Sie haben anscheinend geglaubt, dass die Proteaner die Massenportale gebaut haben. Die Täuschung der Reaper war erfolgreich. Sie ließen das Leben jahrhundertelang florieren und uns glauben, wir wären die Herrscher des Kosmos. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Ja, bestes Beispiel dafür, gut, es war kein Krieg gewinnen, sondern ein Krieg verhindern eher, war ja die Einigung des Deutschen Reiches durch Bismarck. Der hat ja auch durch Diplomatie im Prinzip verhindert, dass er eingekastet wird zwischen Feinden sozusagen. Und hat sich dann einen nach dem anderen vorgenommen. Na gut, im Prinzip doch Krieg gewinnen. Er hat ja erst sich mit den Russen verbündet und dann erst Österreich und dann Frankreich sie nacheinander halt bekämpft. Und auf schlauem Wege und auch Diplomatie hat er letztendlich den Krieg gewonnen. Und wenn er nicht diplomatisch vorher gehandelt hätte, wäre mit den Russen ein ziemlich heftiger Gegner noch da gewesen. Gabby, was halten Sie eigentlich von unserem neuen Human Miss Trainer? Sie ist kein Human, sie ist Kommunikationsspezialistin. Und bei der haben Sie keine Chance, Kenneth. Sie sind nicht Ihr Typ. Oh, na dann sollten Sie vielleicht mal mit ihr reden. Sollte ich vielleicht. Um mich bemüht sich ja niemand. Wenn's klappt, machen Sie ein Video davon. Führ sie einfach mal zum Essen aus. Also, Donnelly soll Daniels zum Essen ausführen, meine ich. So, wo haben wir denn Tali? Hier vorne. Alles klar. Direkt am Kern natürlich. Da, wo es laut ist. Unmöglich. Nein, stimmt wohl doch. Hey, Tali. Wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Runoch bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Wie macht sich Ihr Volk? Es ist verrückt. Die Geth helfen, errichten Unterkünfte, die Energieversorgung. Innerhalb von Wochen. Wir würden Jahre brauchen. Geth laden sich sogar in die Anzüge quarianischer Freiwilliger hoch. Sie schreiben Umweltfunktionen um und stärken unser Immunsystem. Nicht schlecht. Ist das überhaupt möglich? Die Geth sind Software, keine Hardware. Sie können sich von einem Körper in alles transferieren, was genug Rechenleistung hat. Sie imitieren Infektionen und der Wirt passt sich an, ohne krank zu werden. Im Prinzip wie eine Impfung. Ich glaube, damit könnte es ein ganzes Stück schneller gehen, dass ihr eure Anzüge ablegen könnt, oder? Die Quarianer müssen also keine Anzüge mehr tragen? Es scheint unmöglich, aber so ist es. In einigen Jahren brauchen wir sie dank der Geth nicht mehr. Vielleicht behalten wir sie trotzdem an, als Teil unserer Kultur. Aber ein Riss wäre dann kein Todesurteil mehr. Dank der Geth gibt es heute auf Runoch quarianische Kinder, die gesund und stark aufwachsen können. Das haben sie ihnen zu verdanken. Nein, ich hätte die Geth ohne Zögern getötet und mich kolossal geirrt. Danke. Jederzeit. Aber sagen Sie es mir, wenn sich ein Geth bei Ihnen hochlädt. Nein, in meinen Anzug kommt außer ihm niemand. Nichts steht mehr zwischen uns. Was die Galaxie auch vorhat, ich bin an ihrer Seite. Ich habe Ihnen übrigens etwas in Ihre Kabine gelegt. Sehen Sie sich's mal an? Na klar doch. Ich finde es übrigens immer noch seltsam, dass die sich siezen. Ich kann nicht glauben, dass mein Volk mit den Geth zusammenarbeitet. Tja. Also ich weiß nicht, warum die sich echt immer noch siezen. Das finde ich ein bisschen seltsam von der Übersetzung her gemacht. Weil die doch... Ich meine, das ist nur ein Gespräch, das nur auftritt, wenn die vertraut miteinander sind. Ich mag ihr neues Ich, Esteban. Wurde auch Zeit, dass sie mal ein bisschen lockerer werden. Tja, ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Es macht höchstens Sodbrennen. Im Ernst, könnten wir nicht wenigstens einen anständigen Tequila besorgen? Sie sind der Nachschubspezialist. Nur zu. Hast du etwa mit jedem gesoffen und jedem so eine Flasche in die Pfote gedrückt, James? Du bist sehr hart. Wissen Sie, wenn wir das nächste Mal auf der Citadel sind, werde ich wohl mal in einen Nachtclub gehen. Sie sollten mich begleiten. Klar, warum nicht? Ich muss schon sagen, die letzte Mission auf Runoch hat mir wirklich Spaß gemacht.
Wenn Esteban hier gegen einen hilflosen Störturm antritt, fühlt er sich schon wie ein toller Hecht. Ey, der Kodiak ist ein Transporter, kein Kampfschiff. Damit werden Frontschweine wie Sie in Krisengebiete gebracht. Und wenn Sie ein bisschen umgänglicher sind, hole ich Sie damit vielleicht sogar wieder ab. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie nach mir sehen. Okay, schauen wir noch hinten bei James vorbei und dann gehen wir in die Kabine, um zu schauen, was Tali uns da hinterlassen hat. Es ist unfassbar, dass Sie die Geth und Quarianer an einen Tisch gebracht haben. Dafür sollte man ihnen einen Orden verleihen. Wenn wir jetzt noch die Asari an Bord holen, können wir uns endlich auf die Reaper konzentrieren. Oh ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich, es hat 300 Jahre gedauert, die quarianische Heimatwelt zurückzuerobern. Hoffentlich brauchen wir nicht genauso lange. Tut mir leid, dass ich ihn jetzt weggedrückt habe. Ich dachte, er wäre fertig. Ich bin bereit, die Erde wiederzusehen, Shepard. Na klar doch. Okay, hier unten gibt es also im Prinzip nichts Neues für uns. Dann machen wir uns mal auf in die Kabine. Und werden dann die Folge auch beenden. Ich muss nur kurz schauen, wo das ist, was Tali uns hinterlassen hat. Ist es hier mit auf dem Tisch? Nee, wo ist es denn? Doch, hier. Nee. Ach, hier, genau. Da ist es. Sie hat uns nämlich ein Bild von sich ohne Anzug hinterlassen. So sieht Tali also ohne Anzug aus. Naja, wie ich schon mal erwähnt hatte, es gab da einige Kritik dazu, weil das ein relativ simpel gefotoshopptes Bild ist. Es gibt auch das Original mit dem Internet dafür, also es ist irgendein Model wohl, das da fotografiert wurde und man hat nur ganz wenig dran rumgeshoppt und dann war gut. Und damit haben sich viele Fans nicht wirklich zufrieden gegeben, aber ich muss sagen, es ist okay. Also hätte schlimmer sein können. Immerhin gibt es überhaupt ein Bild von Tali. Ohne Anzug. Ich hätte es aber ehrlich gesagt schöner gefunden, wenn es richtig zu sehen gewesen wäre. Das hätte ich irgendwie angenehmer gefunden. Na gut. Und vor allen Dingen, was das Schöne daran ist, es ist nicht nur einfach ein Bild von ihr ohne Anzug, sondern von ihr ohne Anzug mit der Sonne im Hintergrund. Also auf Ranok. Auf ihrer Heimatwelt. Und sie spürt die Luft ihrer Heimat an ihrer Haut. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln, was das bedeuten muss für die Quarianer, endlich wieder auf ihrer Heimatwelt zu sein. Oder schwer nachzuvollziehen. Wir haben es ermöglicht und mit diesem Erfolg wollen wir auch diese Aufnahme beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, wir werden dann erstmal wieder Nebenmissionen erledigen und auch mal auf der Citadel vorbeischauen. Und dann machen wir uns ran, die Asari noch ins Boot zu holen und vor den Reapern zu beschützen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und tschüss.